31 Billionen haben die Finanzmärkte an Marktkapitalisierung verloren seit Jahresbeginn. Und woran liegt das? Es liegt am monetären Klimawandel, also an Umsteuern der Notenbanken, die sagen, so jetzt Ende im Gelände, Schluss mit der Party, denn wir haben Inflation und wir müssen bekämpfen Inflation, also müssen wir Geldpolitik straffen. Und das mögen die Märkte überhaupt nicht. Und so kommt dieses desaströse erste Halbjahr zustande, nachdem ja vorher absolute Party angesagt war, Liquidität ins System gepumpt worden war mit massiven Übertreibungen. Und im Prinzip sehen wir jetzt einen Abbau dieser Übertreibungen. Die Frage ist, ist dieser Abbau schon vollständig oder muss da noch einiges kommen? Nasdaq jedenfalls schlechtestes erste halbe Jahr, 30% nach unten seit dem Jahr 2002, S&P 21%, schlechtestes Halbjahr seit 1970, Tesla mit dem schlechtesten Quartal ever, Amazon deutlich unter Druck und all das, wie Kim.com satirisch bemerkt, sieht so ein bisschen aus an der Wall Street jetzt wie dieses dunkelrote, wie die chinesische Flagge. Hier sehen wir nochmal den Nasdaq Performance, 30% nach unten, aber vor allem auch High Yield Bonds, HYG ist das entsprechende ETF. Hier maßgebliche Verluste. Und das ist deswegen wichtig, weil in diese High-Yield-Bonds wurde sehr viel Geld von Investoren investiert in Zeiten von Nullzinsen. Als es keine Zinsen gab, haben sich viele Investoren gedacht, hey, dann investiere ich in solche High-Yield-Bonds. Die bringen noch mehr Rendite, haben tendenziell ein größeres Risiko, aber die Wirtschaft ist doch gut. Jetzt steuert die Wirtschaft auf eine Rezession, auf eine Krise zu. Also raus aus diesen Dingern. Dementsprechend sehen wir diese großen Verluste. Und insgesamt der Anleihesektor in den USA ist das, was eigentlich einen Löwenanteil an diesen Verlusten hat. Denn hier sehen wir erstes Halbjahr minus 10,4% im Bloomberg US Aggregate und das ist mit Abstand das Schlechteste, was jemals hier passiert ist. 1994 waren wir mal bei minus 2,9, also ansonsten aber fast immer positiv. Also das eigentliche Blutbad ist bei den Anleihen passiert, auch wenn viele ständig über die Aktienmärkte sprechen. Das ist sicherlich ein großes Thema. Und von Bitcoin und anderen Kryptos wollen wir gar nicht erst sprechen, was die Verluste betrifft. Die sind bei diesen 31 Billionen noch gar nicht dabei. Aber guckst du, wenn wir uns jetzt mal das negative Quartal im S&P 500 anschauen, 17% ging es nach unten. Aber bis auf ein Jahr, nämlich 2008, war das nächste Quartal in der Vergangenheit, wenn wir solche deutlichen Rücksetzer hatten, positiv. Wenn wir uns das nächste halbe Jahr anschauen, waren alle Jahre positiv und umso positiver. Das nächste ganze Jahr durchschnittlich sogar 26%. Gestern haben wir es nicht mehr geschafft, da haben wir es einen sogenannten Distribution Day wieder gehabt. Wir hatten ja versucht, uns zu erholen, etwa im Nasdaq Composite, das ist aber nicht wirklich gelungen. Und so kommen eben diese 31 Billionen an Verlusten zustande, respektive es ist einfach jetzt 31 Billionen weniger wert. Das ist schon eine Hausnummer und wenn wir das Ganze jetzt mal mit Inflation reinrechnen, also in Real Terms, dann wäre das sogar für den S&P 500 das bisher schwächste Jahr seit dem Jahr 1872 und das ist schon recht lange her. Damals war ich noch ein ganz, ganz junger Bursche und das alles wegen einer Bilanzreduzierung der Notenbanken von bisher $1 Billion. Also wir sehen, dieser monetäre Klimawandel fängt langsam an, aber man fürchtet sozusagen eine Hitzeentwicklung, eine Erwärmungssituation an den Märkten durch steigende Zinsen, durch den Fakt, dass Geld teurer wird. Hier unten sehen wir mal, dass vielleicht der Schmerz noch nicht vorbei ist für die Märkte, denn die Junkbonds, die haben neue Tiefs ausgebildet. Immer ein guter Frühindikator, das ist die Achillesferse der Märkte jetzt. Oder das Fieberthermometer, der Puls der Märkte, könnte man diese Junk Bonds bezeichnen. Also ist da vielleicht noch Potenzial, wenn wir uns hier mal die Indizes anschauen. S&P 500 jetzt im Juni minus 9,4, alle so knapp oder um und bei 10% im Minus, nur der Dow Jones etwas besser. Aber vor allem sehen wir uns im Juni mal an, wie stark hier Energie gefallen ist. Ja, der einzige der 11 Sektoren im S&P 500, der überhaupt noch positiv ist seit Jahresbeginn, aber Materials ganz schwer getroffen, Consumer Discretionary natürlich, also diese offensiven Sektoren und das alles jetzt in einer Situation, wo etwa ein Drittel derjenigen, die im Finanzsektor arbeiten, überhaupt schon mal einen echten Bärenmarkt gesehen haben, also etwas gesehen haben wie die Finanzkrise, geschweige denn die Dotcom-Blase. Das heißt, viele dieser Leute, die in diesem Business jetzt sind, die haben da noch keinerlei Erfahrung damit. Ganz anders als ich, gell, ich habe Dotcom-Blase schon und Finanzkrise, gell.
Und 1872, da war ich auch schon sehr stark interessiert an der Geschichte. Aber warum all das, warum dieser Schmerz an den Märkten? Ganz einfach, weil die Aktienmärkte der S&P 500 auf diesen Anhebungszyklus der Fed reagiert. Aber es kommt darauf an, wie der passiert. Wenn der nämlich langsam passiert, sehen wir hier in Blau, dann ist das für die Märkte kein Problem, weil meistens dann die Wirtschaft gut wächst, nicht zu schnell wächst, die Fed hebt gemächlich die Zinsen an, alles ist gut. Aber wenn es eben schnell geht, wie in 1968, 73, 80, 87 und 94, dann ist das schlecht für die Märkte. Und wir haben ja gesehen, die Fed hat zuletzt einen 0,75er Schritt gemacht, wird wahrscheinlich im Juli jetzt auch nochmal 0,5 oder 0,75 anheben, das mag man nicht. Wenn wir uns dann mal andere Assets anschauen, etwa Gold ist noch im Plus, Silber allerdings im Minus, ist ja auch konjunktursensitiver. Deutschland mit 19,5% im Minus, nicht ganz das schlechteste Halbjahr der Geschichte, aber das zweite schlechteste nur das erste Halbjahr 2008, also Finanzkrise, war da noch etwas schlechter. Und jetzt aber Hoffnung für die Bullen, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, ich versuche ja immer das Bullische in den Dingen zu sehen. Das ist mir praktisch Natur gegeben. Ja, und deswegen sage ich Ihnen jetzt, dass wir statistisch gesehen heute den Tag haben mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass er positiv ausfallen wird, nämlich 85,7%. In den letzten 21 Jahren mit einem Durchschnittsgewinn von 0,375%. Das also 0,35%, so muss es heißen. Also das könnte zumindest heute nochmal etwas geben, in den USA ja Feiertag. Aber, und das ist eben das nächste Thema, dass die Märkte jetzt eben die sogenannte Earnings Season einpreisen und eben einpreisen, dass die Verschlechterung der Wirtschaft dann auch die Unternehmensergebnisse verschlechtert, Margen, Profite, Umsatz etc. Schnipp, schnapp. Und so hat Micron schon gestern Zahlen gebracht und vor allem der Ausblick ganz, ganz schwach. Jetzt gibt es Trash-Talk über Meta, also Gesichtsbuch, Facebook, ein Bericht hier einer Nachrichtenagentur, dass da ganz, ganz harter Gegenwind für diese Firma kommt. Aber das gilt eben praktisch für alle Sektoren. Apple, AMD, Nvidia und TSMC haben jetzt Produktion oder Orders massiv gekürzt oder verzögert. Oder wollen da erstmal abwarten, weil man eben bei diesen Konzernen spürt, dass die Dinge sich deutlich abwärts entwickeln. Und das zeigt schon ein Blick auf die globalen Einkaufsmanager-Indizes. Die sind jetzt unter 50 gefallen. Dementsprechend haben wir wahrscheinlich schon eine Rezession global gesehen. Und heute 16 Uhr kommt der ASM-Index, sehr, sehr wichtig. Die Erwartung 54,9 nach 56,1 im Vormonat. Ich gehe davon aus, dass der massiv nach unten enttäuschen wird, dass wir da vielleicht bei 51, 52 reinkommen, wäre so meine Prognose. Also, dass wir da deutliche Bremsspuren sehen, zumal der Atlanta Fed GDP Now Tracker hier zeigt, dass das Wirtschaftswachstum immer stärker jetzt nach unten gekommen ist, wenn jetzt wirklich das BIP des zweiten Quartals, gestern haben wir das zweite Quartal ja abgeschlossen, wenn das negativ wäre, dann wären die USA schon bereits in einer Rezession. Also es spricht manches dafür, dass es vielleicht schon der Fall ist. Oder es war relativ knapp, aber wir sehen etwa beim Öl, Rate of Change, unten dieser Teil, sehen wir Bewegungen, wie wir sie zuletzt in wirklichen Krisen gesehen haben. Finanzkrise, Dotcom-Blase etc. Da sehen wir, dass da etwas passiert und ich würde mich nicht wundern, wenn auch der Ölpreis nochmal fallen würde, zumal wir etwa auch selbst beim nachlaufenden Indikator am Arbeitsmarkt sehen, wie stark hier die Jobangebote jetzt zurückgehen, Jobpostings, also das, was am Internet an Jobs angeboten wird, und vor allem fließt Geld von Geldmarktfonds aus Bankloans, also aus dem Kreditsystem, könnte man sagen. Hier geht es massiv schnell und wie gesagt, die Achillesferse, die Spitze des Eisbergs sind diese Junkbonds. Achten Sie auf diese Junkbonds, ich kann mich da nur wiederholen, denn die sind eine Art Fieberkurve, eine Art Puls dessen, was jetzt passiert als der gefährdetste Sektor überhaupt. Und das ahnt auch die EZB. Ich hatte gestern ja ein Video gemacht, wo ich versucht habe zu zeigen, dass es vielleicht nicht so gut die Idee ist, was die EZB davor hat mit dieser Spread Control, wie ich das nenne. Jetzt hat Lagarde sich ja kürzlich geäußert und gesagt, ja, Rezession erwarten wir nicht. Aber insgeheim hat man, wie Insider berichten, Banken schon angewiesen, Szenarien durchzuspielen, dass Energie rationiert wird, dass die Inflation weiter außer Kontrolle ist, dass wir
Probleme mit großen Schulden haben und weiter steigende Lebensmittelpreise haben. Letzteres hat das IFO heute bestätigt mit einer Befragung, die zeigte unter Unternehmen, dass Preissteigerungen bei uns im Lebensmittelbereich jetzt nach wie vor der Fall sind, mit verstärkter Tendenz sogar. Also das wird weitergehen. Also Frau Lagarde etc. erzählt nach außen hin, oh, nix Rezession, aber faktisch ist man natürlich nicht ganz so dumm auch bei der EZB und sagt, bereitet euch darauf vor, wir machen mal so eine Art Stresstest. Und das ist nötig, wenn wir uns hier etwa Energiepreise in Deutschland hier für den nächsten Delivery 2023 oder Gaspreise, Holland, alleine die Erdgaspreise hier in Europa sind um 50% gestiegen aufgrund eben der Sorge wegen Russland. Und dann gibt es noch ein paar Geniale wie Bukele, der Staatschef von El Salvador, der jetzt stolz getwittert hat. Er hat wieder 80 Bitcoins gekauft für 19.000 Dollar. Bitcoin is the future. Thank you for selling cheap. Naja, vielleicht wird man ihm bald zurufen, thank you for buying so expensive what I am selling to you. Das wird sich noch zeigen, ob der gute Mann im Recht ist. Ich vermute eher, dass da noch etwas kommt an Schmerz, aber schauen wir mal. Jedenfalls geht der schon ein sehr, sehr hohes Risiko ein. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Michael Barry, bekannt aus The Big Short, sagt ähnlich wie ich, die Fed wird sozusagen umkippen, wird ihren Kurs ändern. Warum? Lesen Sie in diesem Artikel. Und dann ein Artikel von Stefan Halbe, den Sie vielleicht aus dem Handelsblatt kennen, der bei uns hier den Artikel geschrieben hat, Aktienmarkt, ist der Boden erreicht? Nein, es sei denn, hier nennt er die Bedingungen, die erforderlich sind, damit da ein Boden erreicht werden könnte. Also zwei Artikel, meine Damen und Herren. Und nochmal der Verweis auf das gestern Abend ausgestrahlte Boom und Bust. Energieernährung, wie unsicher ist Deutschland, mit Dirk Hagenfeld und Stefan Risse. Ich glaube, das lohnt sich, da ich heute Abend ja keine Marktgeflüsse mache. Und eigentlich auch mal ganz froh bin, wenn ich die Klappe halten kann. Können Sie das vielleicht als Ersatz sich anschauen am Freitag, heute Abend oder übers Wochenende? Ich werde den Link nochmal da drunter packen und die allermeisten Grafiken, die ich zeige, finden Sie bei @finanzmarktwelt. Also wenn Sie @finanzmarktwelt bei Google eingeben oder auf Twitter eingeben, da sind diese Grafiken, posten wir auf unserem Twitter-Kanal. Also zwei Artikelempfehlungen, Boom und Bust. Ich wünsche jetzt schon mal ein schönes Wochenende, am Montag, ja US-Feiertag, mache ich aber trotzdem Videos, aber halt Abend nicht, gell? Und jetzt sage ich Servus und Ciao, machen Sie es gut.